In der Buswerkstatt des Nahverkehrs Schwerins, kurz NVS, steht zurzeit die Petermännchenfähre. Anfang Oktober 2022 wurde das Schiff zuletzt für den Personentransport auf dem Pfaffenteich eingesetzt. Nun muss die 11,53 Meter lange Fähre repariert werden. Geschäftsführer des NVS, Lothar Matzkeit, weiß, wie es um den Petermännchenkreuzer steht. Wir haben noch ein wesentliches Ersatzteil, was immer noch auf Rücklieferung wartet. Das ist die Schiffsschraube, die schon seit Ewigkeiten zur Reparatur ist und wir noch keinen Termin haben zur Rücklieferung. Wir hoffen, dass wir sie diese Woche, vielleicht Anfang nächster Woche erhalten, sodass wir die Fähre am 18. diesen Monats wieder in Betrieb nehmen können. Das ist unser größter Wunsch. Lange hätte die Petermännchenfähre wohl trotzdem nicht mehr. Das 1924 als Spreewaldfähre gebaute Schiff wurde das letzte Mal 1993 general überholt. Das richtige Material muss noch gefunden werden. Bis dahin ist ein Umbau des Schiffkörpers schwierig. Deshalb vermutet der NVS, dass die Fähre die nächste Landrevision nicht überstehen wird. Bis dahin freut sich aber die Landeshauptstadt Schwerin und der NVS über jeden Tag, an dem der Petermännchenkreuzer fahren kann.